Guten Morgen, Freunde. Einen schönen nebligen guten Morgen hier über Furtwangen. Hier unten haben wir noch die Nebelgrenze. Und so wie es aussieht, durchbreche ich die hier gleich. Und da oben haben wir schon schön blauen Himmel. Bin unterwegs, Samstagmorgen sehr früh, noch ein paar Aufnahmen zu machen. Aber für schöne Nebelfotos bin ich ja nicht schon so spät dran, ne? Viel zu spät, aber muss ja mal ein bisschen ausschlafen, ne? Und 8 Uhr reicht auch. Also, komm mit. Schöne, frische Schwarzwälder Morgenluft genießen. Wow. Der Baum hat hier unten aber ein paar extreme Sollbruchstellen. Und dann steht er auch noch so ein bisschen frei und schon schräg. Da oben ist der Spechter, die nächsten Löcher dran. Mein lieber Scholle, der will's wissen. Also, da wird's mich nicht wundern, wenn ich demnächst hier wieder mal hochlaufe, nach den ersten frostigen Winterstürmen, der hier im Wald liegt. Ja, brutal wasserlicher. Passen ja 40 Uns und liegen keine Tinflaschen rein. Das ist eine Bar, kannst du eine Bar groß machen. Wasservorrat gebunden. Irre. Irre. So. Wir sind oben und haben die Nebelgrenze hinter uns gelassen. Und hier erwartet uns ein sonniger Morgen ohne Wolken. Was schade ist, ich dachte, ich kriege noch ein paar Wolken drauf. Aber dafür hier noch jede Menge buntes Herbstlaub. Einfach nur herrlich mit der aufgehenden Sonne im herbstlichen Wald unterwegs zu sein. Oh, herrlich. Noch kaum Leute unterwegs. Aber für die ersten Fotos bin ich schon viel zu spät dran. Aber naja, was soll's. Wir nehmen es, wie es kommt. Ja, heute Morgen größere Rucksack dabei. Fjällreisen, 30 Liter. Dass ich so viel Krempel dabei hätte, aber das Stativ und die große Kamera noch. Müssen wir auch noch irgendwo rein, ne? Also machen wir uns mal auf den Weg zum fotografischen Hotspot. Gucken wir mal, was da dabei rauskommt. Und selbst wenn wir keine schönen viele Bilder hinkriegen. Hauptsache raus unterwegs. Am frühen Morgen. An der frischen Luft ein bisschen Bewegung, ne? Ein paar Kilometer bergauf, ein paar Kilometer bergunter. Bringt der Kreislauf in Schwung, dann hast du auch richtig Hunger auf Frühstück, ne? Also, viel Spaß. Ich glaube, wir haben heute einer dieser inversiven Hochwetterlagen. Als ich losgelaufen bin, unten in der Stadt, eiskalt, hab noch eine Sekunde überlegt, ob ich nicht zu dünn angezogen bin. Kaum hier oben raus, auf 1000 Meter. Über der Nebeldecke, die ganze Kälte ist im Tal, hier oben gefühlte 10 Grad wärmer. Dahin geht die Sonne auf. Oder halt, das heißt auf, kommt raus. Wahnsinn. Richtig warm hier oben. Stadt unten arschkalt. Cool. Kommen Sie noch ein Schwitzen. Am frühen Morgen. Ja. Spinnenweben, oh, Stolperfallen quer über den Weg. Oh, herrlich. Gott sei Dank habe ich noch zum Trinken dabei. Es wird richtig heiß heute. Wenn ihr wisst ja, ne? Survival Martin. Wer schwitzt, der stirbt. Oh. Der hat es aber eilig. So, weiter geht's. Oh, ist so herrlich. Schaut mal. Ach, ich liebe es, im Herbst unterwegs zu sein. Wenn es nur ein paar Stündle ist. Hier kann man wunderschöne kleine Wege laufen. Bis hoch auf den Brent oder hinten runter Gütenbach. Kann man bis nach Simonswald runter.
Süß. Auch bei tiefstehender Sonne werfen auch kleine Zwerge große Schatten, ne? Herrlich hier oben. Hier ist es richtig warm, das ist unglaublich. Die Sonne haut direkt hier durch. Super. Vom Raben oben. So, dahin geht's weiter. Ja, ganz hier oben angekommen. Es war Bombenwetter, aber es windet ein bisschen. Aber hier habe ich einen schönen Fleck gefunden, wo ich doch jetzt mal eine Aufnahme versuchen möchte. Vor allem, ich wollte mal diese Windräder hier ablichten mit verschwommenen Flügen. Das probieren wir jetzt hier doch mal, wie hier eine Aufnahme mit diesen beiden Windrädern zustande bekommen. Denn das ist nun mal das neue Bild, auch im Schwarzwald. Daran müssen wir uns gewöhnen. Wir werden nie wieder Schwarzwaldfotos machen können mit naturbelassener Umgebung, es sei denn, man im Photoshop und retuschiert die ganzen Windräder raus, dann wird man nicht mehr fertig. Also probieren wir mal von hier. Die ersten Aufnahmen waren schon recht vielversprechend. Jetzt mal schauen, ob wir noch ein schönes Plätzchen finden. Wenn wir mit Kamera und Stativ rauszugehen, dann wird mein Kumpel Martin auch noch fix. Das ist ein ambitionierter Fotograf. Stativ und raus und finden. Ja, ich bin jetzt nicht so gut. Mit Videos. Sich doch super. Aber was zu tun, jeder Jahreszeit, das spielt keine Rolle. Bei beschissenem Wetter, wo man wirklich die schönen Aufnahmen machen kann, der lässt es immer noch mehr mit der Physik am Ende. Ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Müsli-Riegel, naja, muss auch reichen für Frühstück. Na, ist das nicht herrlich, die Sonne geht direkt da hinten auf. Die Alteck, da werden wir versuchen, von hier aus ein paar Fotos zu machen. Wenn ihr mich überhaupt noch hört von lauter Wind hier oben. Wir haben sogar ein bisschen Wolken. Sehr schön, Windräder, das ist ein interessantes Motiv. Die Landschaft kann man einfrieren und die Flügel geben einen schönen dynamischen Eindruck. So, hier werden wir es mal hinstellen und vielleicht noch ein paar Gegenlichtaufnahmen versuchen. Obwohl hier schon so viel Licht, da reißt selbst der ND-Filter nicht mehr viel. Ah, hier so plötzlich windstill in der Ecke. Interessant. Ja, hier ist ein schönes Fleckchen für ein paar Aufnahmen. So, aufbauen. So, die Fotos sind im Kasten. Nun ein paar zum Ausprobieren. So ein Windrad wollte ich immer schon mal einfangen. Und hat vorher auch gut gewindet. Das heißt, die Flügel waren richtig schön schnell. Tja, mal schauen, was dabei rausgekommen ist. Und wenn es nichts geworden ist, ja, dann kommen wir morgen früh halt wieder hoch. Auf jeden Fall waren wir schon wieder schön 2 Stunden unterwegs, bis ich wieder zu Hause bin. 2 Stunden Bewegung vor dem Frühstück. Ja, da schmeckt einem das Frühstück besonders gut. Sieht es da nicht schön herbstlich aus darunter? Im Oktober könnte ich den ganzen Tag draußen rumlatschen und fotografieren. Das ist einfach so schön mit dem Laub. Gibt
kommt ja hier nicht ganz so viel, ne? Aber ich muss sagen, es wird jedes Jahr mehr, habe ich das Gefühl. Ne? Die Zeit der reinen Fichtenwälder sind Gott sei Dank auch hier vorbei. Zurück im Märchenwald und auf dem Heimweg kann ich noch mal wunderschöne Herbstnatur genießen. Es ist Woche für Woche wieder schön hochzukommen. Es wird jedes Mal ein bisschen heller, da immer mehr Laub fällt. Einfach toll. Da freut man sich doch schon als richtig aufs frühe Aufstehen. Ne? Ich kann euch nur sagen, geht raus, nutzt den Tag. Schlafen könnt ihr im tiefsten Winter. Und selbst da lohnen die Fotomotive und die Videos. Aber solange Herbst ist noch und man auch noch im Wald laufen kann, ohne dass du Schneeschuhe brauchst. Kommt los mit euch. Digicam einpacken, Handy einpacken, Videokamera, Stativ. So, das schön die Videos. Oder Fotos. Selbst wenn ihr nichts macht, kommt doch immer draußen. Ah, herrlich, Leute. Boah, jetzt habe ich aber Hunger auf Frühstück. Boah, hier ist die Luft einfach viel besser wie in der Stadt. Schön, dass ihr dabei wart. Kleiner. Ey, die Spinnen warten doch immer nur drauf, bis ich hier durchlaufe und immer in Kopfhöhe. Oh, herrlich, herrlich. Da wehen gerade die Blätter durch den Wald. Ist das nicht schön? Ja, braucht man gar nicht zum Indian Summer nach Kanada. Das haben wir hier vor der Haustür. Nur mit dem Unterschied mit einer Milliarde Mücken weniger. Ne? Wow, wieder unten noch die Nebeldecke steht, ist ja der Hammer. Da laufen wir jetzt direkt rein. Aber wie mit dem Lineal gezogen. Ein schönes Nebelband, das hier ziemlich schnell reinzieht. Das Problem ist nur, das Tal ist eine Sackgasse, ne? Ist keiner und über den Bäumen ist auch keiner mehr. Aber sieht aus wie eine Nebelkanone, die hier ins Tal bläst. Ganz schön Geschwindigkeit kommt das hier rein. So Leute, wie auch immer. Schönes Naturspektakel. Ich sage danke fürs Reinzippen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder beim Hilbi auf dem Kanal, wenn es was Neues gibt. Und bis dahin sage ich ciao. Geht raus, habt viel Spaß. Bye.